Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Molag Baals dunkle Anker bilden einen Strudel, der Nirn in sein dunkles Reich saugt. Wir müssen diese abscheulichen Ketten zerreißen. Meine Macht ist stärker in dieser Zwischenwelt. Der dunkle Fürst wird stärkere Ketten brauchen, um mich aufzuhalten. Kommt, wir haben einiges zu besprechen. Ihr scheint überrascht zu sein, Sterbliche. Habt ihr nichts von meiner wahren Identität geahnt? Warum habt ihr so getan, als ob ihr die Stadtwahrerin wärt? Ich habe nicht so getan, Sterbliche. Ich bin die Stadtwahrerin. Ich habe nur den Umstand verheimlicht, dass ich auch eine dädrische Fürstin bin. Meine Pläne wurden schon vor langer Zeit in Gang gesetzt. Hätte ich mich selbst zu früh zu erkennen gegeben, hätte ich alles aufs Spiel gesetzt. Warum braucht die große Meridia meine Hilfe? Wagt es nicht, meine Motive in Frage zu stellen. Es ist genug, wenn ich sage, dass ich die Hilfe Sterblicher benötigte, um den Strudel zu zerstören und die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Ist das alles nur ein Spiel für euch? Die Realität ist ein Spiel, Sterbliche. Lernt es zu spielen oder gebt euch auf, um eine Figur zu werden, die geopfert wird. Eure Verbündeten sind eingetroffen. Sprecht mit ihnen, bevor wir fortfahren. Ja, das werden wir tun. Und ich freue mich, dass so viele, ja, gut erhalten hier angekommen sind. Bleibt doch mal stehen, ich soll doch mit euch sprechen. Die meisten träumen von lüsternden Argoniern oder leckeren Gerichten, aber nicht der alte Darien. Nein, ich träume vom ebenen Strudel und den blendenden Lichtern Meridias. Wie ist das möglich? Und warum stelle ich weiterhin Fragen, die niemand beantworten kann? Erzählt mir mehr über euren Traum. Warum Worte verschwenden, wenn ich es euch einfach zeigen kann? Seht euch um! Ich träume schon von diesem Ort, seit ich ein kleiner Junge gewesen bin. Ihn nun mit eigenen Augen und bei wachem Verstand vor mir zu sehen, ist schon etwas verstörend. Warum konnte es nicht dieser andere Traum sein, den ich immer wieder habe? Wie schlagt ihr euch? Ich lebe noch, was mehr ist, als man von vielen Soldaten da draußen behaupten kann. Ich denke trotzdem immer wieder, dass ich die Dinge hätte ändern können, wenn ich nur zurückgeblieben wäre. Aber ich weiß, wie Kriege eben ablaufen. Irgendwer muss irgendwo immer sterben. Verliert jetzt nicht eure Zuversicht. Ich habe es bis hierhin geschafft. Ich habe nicht vor, jetzt schon aufzugeben. Ich muss herausfinden, wie dieser Traum wirklich endet. Ich hatte mir vorgestellt, dass es ein großes Abenteuer sein würde. Aber ich habe mir nie den Horror vorgestellt. So viele unserer Freunde und Gefährten sind gestorben. Und dieser verdammte Strudel bedroht immer noch unsere Welt. Ich denke, es ist an der Zeit, ihm den Garaus zu machen. Für immer. Ihr klingt entschlossen. Verdammt richtig. Ich bin wild entschlossen und mehr als ein bisschen angefressen. Kommt schon, Heldin. Zeigen wir Molag Baal, wie man's macht. Dann kann ich zu dem alltäglichen Wahnsinn zurückkehren, mit dem ich mich sonst immer herumschlagen muss. Meint ihr wirklich, dass wir siegen können? Ich glaube, das können wir. Ich hoffe, das können wir. Ich weiß nur, dass wir schon viel zu weit gekommen sind, um jetzt aufzugeben. Ich sorge mich nur darum, dass immer noch so viele Kämpfe vor uns liegen. Ich glaube, dass noch mehr von uns sterben werden, bevor all das hier vorbei ist. Habe ich das richtig verstanden? Wir werden den Strudel sprengen? Großartig! Aber wie kommen wir hier raus, sobald das Licht explodiert? Bitte sagt mir, dass ihr eine Idee habt. Ich bin nicht sicher, was geschehen wird, nachdem wir das Licht an Ort und Stelle gebracht haben. Das ist doch kein Plan! Wir legen einfach einen magischen Sprengsatz und hoffen dann auf das Beste? Und ich dachte, die Pläne meines Bruders Rainor wären schlecht. Das ist die einzige Chance. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich hiervon noch ertrage. Die Leute sterben. Ich habe Freunde verloren. Leute, zu denen ich aufgeschaut habe. Ich kann Rainor nicht auch noch verlieren. Es muss noch einen anderen Weg geben. Boah, krass.
Also einschüchtern kann man sie auch. Wenn euch nicht gefällt, wie die Dinge laufen, dann geht. Wir haben keinen Platz für heulende Kinder. ihr müsst kein Teil von alledem sein. Ja. Ja, das stimmt. Viele sind gestorben, damit wir so weit kommen konnten. Ich schulde es ihnen, dass wir es zu Ende bringen. Mein Bruder und ich werden euch beistehen. Wir werden dafür sorgen, dass uns niemand durch dieses Tor folgen kann. Ich muss helfen. Komme, was wolle. Ich weiß das zu schätzen. Lasst uns besser nicht im Stich, hört ihr? Tut, was ihr tun müsst, und wir halten es genauso. Es ist im Grunde dasselbe wie zu Hause in der Schan durch ein Verlies zu laufen, nur mit mehr Daedra. Ja, und ein bisschen zentrierter. Ich hatte wirklich gedacht, dass wir mit all dem durch waren. Ich bin den anderen durch das Portal gefolgt und seht, wo ich jetzt drin stecke. Es sieht wie das Ende der Welt aus. Ihr wusstet nicht, worauf ihr euch eingelassen habt? Wie ich schon sagte, ich dachte, wir hätten es geschafft. Ich glaubte, Vanus würde ein Portal öffnen, um uns nach Hause zu schicken. Stellt euch nur mal meine völlige Verblüffung vor, als ich begriffen habe, wo wir wirklich gelandet sind. Ihr habt immer noch Zeit, von hier zu verschwinden, bevor die letzte Schlacht beginnt. Ich denke nicht. Ich mag kein kräftiger Krieger oder mächtiger Magier sein, aber ich bin ein Genie und Meistertüftler. Ich weiß, dass ich helfen kann. Und meine Schwester Kirit auch. Vielleicht können wir hier bleiben und unsere Flanken schützen. Ja, ich glaube, genauso machen wir das. Jeder tut halt sein Bestes. Ich wollte einen ebenen Strudel schon immer mal aus der Nähe sehen. Ist das nicht ein spektakulärer Himmel? Wartet, was machen wir hier nochmal? Wir sind hier, um die Ebenenverschmelzung aufzuhalten. Natürlich, unsere epische Obliegenheit, das muss mir entfallen sein. Ich war schon auf so vielen Abenteuern, wisst ihr. Nach einer Weile verschwimmen sie alle miteinander. Genau wie diese zwei Welten es tun. Oh, entschuldigt, meine Beste. Das wäre schlimm, oder? Ja, die Ebenenverschmelzung wäre schlimm. Ja, das wusste ich. Es wäre ja schrecklich, wenn eure trostlose Welt sich mit den atemberaubenden Landschaften Kalthafens vermengen würde. Als ob man Brot in Honig tunken würde. Furchtbar, widerlich. Trotzdem glaube ich, dass das meine beste Obliegenheit aller Zeiten sein könnte. Und die einschüchternde Variante, wenn all das hier vorbei ist, werde ich euch mal Brot und Honig probieren lassen. Macht ihr euch denn gar keine Sorgen? Besorgt? Worüber? Wir sind Helden, meine treue Weggefährtin. Und Helden gewinnen immer. Schreibt euch das hinter die Ohren. Und jetzt lasst uns losziehen und diese Ebenenverschmelzung aufhalten. Okay, wir sollen ihn einschüchtern. Wenn all das vorbei ist, werde ich euch mal Brot und Honig probieren lassen. Nun, das wäre doch einfach zum Brechen, oder? Wisst ihr, woher Honig kommt? Das ist hochgewirkter Blütennektar. Oh, nun gut, ich nehme eure Herausforderung an. Nur lasst uns losziehen und diese Sache zu Ende bringen, damit ich von eurem bitteren Gift kosten kann. Vanus. Meridia und Molag Bal haben einander immer leidenschaftlich gehasst. Aber dieser Hass hat uns viele Leben gekostet. Ich würde ihnen beiden gerne zeigen, warum Vanus Galerions Macht gefürchtet werden sollte. Wie schätzt ihr unsere Chancen ein? Chancen? Ich glaube nicht an Glück und Schicksal. Wir werden heute mit Hilfe von Blut und Magie den Sieg davontragen, oder wir werden bei dem Versuch sterben. Ich werde euch nicht anlügen. Ich bezweifle, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Doch das heißt nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Wir dürfen nicht scheitern. Nein, das dürfen wir nicht. Doch wir sind nicht die Auserwählten. Wir sind keine vom Schicksal geküssten Helden, deren Los es ist, siegreich zu sein. Wir sind einfach nur Soldaten. Brüder und Schwestern, die für das kämpfen, was ihnen am Herzen liegt. Wir sind geeint und das macht uns stark. Das ist es, was hier wichtig ist. Deshalb werden wir diese Schlacht gewinnen. Gut zu wissen, dass euer Glaube nicht zu erschüttern ist. Diese Männer und Frauen folgen euch. Sie treten dem Tod selbst entgegen, um an eurer Seite zu kämpfen. Sie werden euch bis zum Ende beistehen. Enttäuscht sie nicht. Was geschieht mit der Magiergilde, wenn wir scheitern? Das Gleiche, was allen anderen widerfahren wird. Die Welt endet und alle müssen sterben. Und das wäre noch der beste Fall. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass wir alle seelenberaubte Sklaven in Kalthafen werden. Wir dürfen nicht scheitern. Nein, das dürfen wir nicht.
Doch wir sind nicht die Auserwählten. Wir sind keine vom Schicksal geküssten Helden. Ja. Worte sind billig. Wir haben keine andere Wahl, als einfach zu gewinnen. Denkt daran, mit wem ihr sprecht, Champion. Aber ihr habt recht. Ihr solltet wissen, dass diese Leute euch vertrauen. Sie würden euch bis ans Ende der Welt folgen. Und ich schätze, dass wir auch genau dorthin müssen. Lasst sie nicht im Stich. Ihr Vertrauen ist eine Bürde, die ihr zu schultern habt. Und der Letzte. Ich dachte, der Kampf hinter uns sei furchtbar. Aber dieser Ort, er übersteigt meine Vorstellungskraft. Trotzdem, wir haben es so weit geschafft. Der Sieg ist in Reichweite. Besonders jetzt, da die strahlende Herrin auf unserer Seite steht. Ich weiß euren Rat und eure Hilfe, die ihr bisher geleistet habt, sehr zu schätzen. Ich habe den Aufstieg und Fall meines Volkes gesehen. Und doch stehe ich nun vor euch als Letzter meiner Art. Ich bin der Letzte, Aileide. Aber ich bin stolz, euch meine Freundin nennen zu dürfen. Wie war euer Volk? Wir waren grausame Tyrannen und Eroberer, die sich für besser hielten als alle anderen Völker von Nirn. Als die niederen Völker beschlossen, dass wir der Feind sind und sie sich gegen uns vereinten, war unser Untergang so gut wie besiegelt. Wir waren zu stur, um zu erkennen, dass wir im Unrecht waren. Ihr wart anderer Meinung als euer Volk? Es hat einen Grund, dass ich der letzte König der Aileiden bin. Ich stand an der Seite der jüngeren Völker. Ich half ihnen. Ich glaubte an das, wofür sie kämpften. Ich war dort, als die Macht von Hochfels von den Alessianern auf die Direni überging. Ja, es ist so schön, die Rebellen werden siegen, ne? Sprecht mit euren Freunden, denn es könnten ihre letzten Momente sein. Aber verweilt nicht zu lang. Die Zeit rennt und jeder Moment ist ein Dieb, der mehr stiehlt, als er bringt. Das ist richtig, weil ich habe nicht mehr lange Zeit, bevor ich los muss. Was müssen wir tun? Der Herr der Gewalt nutzt dunkle Anker, um diesen Strudel zu binden. Wir müssen alle drei zerstören, bevor die Macht von Meridias Licht entfesselt wird. Andernfalls könnte eine Reaktion darauf Nirn genauso zerstören, wie es die Ebenenverschmelzung tun würde. Was geschieht, sobald wir den letzten Anker vernichtet haben? Meridias Licht muss im Kern des Strudels entfesselt werden. Wir werden diesen Punkt finden müssen. Los geht's. Erneut erinnere ich euch daran, dass dies eure letzte Gelegenheit sein wird, vor der letzten Schlacht mit euren Verbündeten zu sprechen. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit. Und so beginnt es. Vernichtet die restlichen Anker. Ich werde damit beginnen, den Brennpunkt des Ebenenstrudels zu suchen. Die Ketten verbinden beide Ebenen miteinander. Wir können das Licht nicht verwenden, bevor diese Ketten nicht zerstört sind. Also, macht schnell! Dann wollen wir doch mal sehen, welche Bauteile ich noch übrig habe. Ich müsste irgendetwas zusammenschrauben. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so leise wird. Übrigens, wenn ihr so ein Flackern seht, dann bleibt am besten kurz stehen, weil das nämlich bedeutet, dass Gegner in der Nähe sind. Die sind nämlich immer so wie jetzt gerade so unsichtbar. Hallo? Boah, diese Vampire, die gehen mir auf die Nerven. Wenn nicht gestunt werden. Da war noch einer. So, ich glaube hier rechts, da hinten in der Ecke, glaube ich, waren die. Ja, genau. Das kam sehr früh. Danke für die Verzögerung. Laufe ich jetzt richtig oder laufe ich jetzt gerade falsch? Ja, ist okay. Ich habe mich umgedreht aus Versehen. Geht, Krieger des Lichts. Diese dunklen Ketten müssen zerstört werden. Ihr könnt mich nicht aufhalten, Meridia. Dieses Reich wird mein sein. Dann war ich doch richtig. Aber ich wollte die beiden jetzt nicht unterbrechen in ihren Dialog.
weiter geht's. Ich nehme auch nochmal ganz schnell die Sachen mit, die hier drin stehen. Weil so viel gibt's hier ja nicht. Und die nächste Truppe kommt. Hat's jetzt gerade geflackert? Nee, ne? Doch, hat doch geflackert. Hab ich doch richtig gesehen. Dass sie trotzdem immer noch so zurückgeschubst wird, obwohl die im vollen Block steht. So, hier gibt es nochmal eine Truppe. Glaube ich. Bin ich mir sicher. Hallo? Anker? Ankertruppe? Jetzt noch gerade geflackert? Nein, ich doch. Durch. Uns läuft die Zeit davon. Ich werde mich um diese Anker kümmern. Ihr müsst weitermachen. Jo. Platziert das Licht und bringt den Strudel zum Erliegen. Machen wir. Ich bleibe bei ihr, meine Freundin. Gabrielle und ich haben viel miteinander erlebt. Mhm. Ich werde sie nicht allein lassen. Okay. Heute stirbt niemand mehr. Das ist ein Befehl. Kommt, ja. Lasst uns das Licht in die richtige Position bringen. Befehle können missachtet werden. Das Licht kommt näher. Es erhält die Schatten. Es versucht, die Dunkelheit zu durchbrechen. Aber die Dunkelheit ist stark. Unser Vater, unser Gott, er ist die Dunkelheit. Er wird das Licht abwehren. Unser Vater kommt näher. Er wird das Licht verschlingen. Er wird es zerreißen. Er wird es zerstören. Er wird euch zerstören. Unser Vater hat gesprochen. Er wünscht, dass wir gegen euch antreten. Nur gegen euch. Ihr glaubt also, dieses Licht könnte meine Ebenenverschmelzung beenden? Eure Fürstin denkt, ich würde das zulassen? Sie ist noch törichter, als ich dachte. Sehr merkwürdig. Dieses Licht gibt euch anscheinend Kraft. Meridia, wo versteckt ihr euch? Ach, wie traurig. Ihr wurdet in einen Krieg hineingezogen, den ihr nicht gewinnen könnt. Meine Ratsversammlung wird euch zu langweilen. Ich freue mich schon darauf, eine Heldin schnell. Kommt hinter meinen Schild. Gegner, kommt raus. Dachtet ihr, das würde so einfach? Meine Untergebenen werden euch zerreißen. Ja, eigentlich dachte ich, es würde so einfach werden. Gabrielle, richtet all eure Energie darauf. Wir dürfen nicht aufgeben. Ich tue mein Bestes. Ihr kümmert euch um den Kristall, wir kümmern uns um unsere neuen Gäste. Jetzt geht der natürlich genau in dem Moment, wo ich gerade meinen Angriff gedrückt habe, geht er wieder weg. Das sind ja widerliche Bastarde. Mehr hat Molag Bal nicht zu bieten? Ein Klacks für mich. Das könnte durchaus unsere letzte Schlacht sein. Sie sollen sich daran erinnern. Ihr müsst euch beeilen. Mein Schild hält nicht mehr lange durch. Fast geschafft. Ich kann es spüren, Vanus. Wir können es schlagen. Wir können... Darien, hinter euch! Habt keine Angst, schöne Gabrielle. Ich habe das unter Kontrolle. Ihr müsst euch beeilen. Wir können sie nicht viel länger zurückhalten. Warum nicht? Das Licht ist bereit. Schnell, setzt es frei. Nein, das könnt ihr nicht tun. Ich werde nicht versagen. Ja, und was ich jetzt sehr seltsam finde bei dieser ganzen Sache, das kann ich schon mal vorweg sagen.
die Auswirkung, die wir jetzt gleich sehen werden. Weil Darien wurde zwar angeschrieben, er soll zurückkommen, also wieder hinter das Schild, aber er stand einfach nur darum. Es waren keine Gegner da und er wurde auch nicht angegriffen von irgendeinem Licht oder sonst was. So, merkt euch das bei den kommenden Worten. Der Ebenenstrudel wurde zerstört. Molagbals Ebenenverschmelzung ist vorbei. Bin ich tot? Ihr seid sterblich. Ihr begannt bereits mit eurer Geburt zu sterben. Aber ihr seid nicht ganz tot. Noch nicht. Euer Lied hat erst begonnen und viele Strophen liegen noch vor euch. Was meint ihr damit, dass eure Pläne für mich erst begonnen haben? Habt ihr nicht gesehen, wie einzigartig ihr seid? Wie ungewöhnlich? Ihr seid in die Ebene eines dätrischen Fürsten eingedrungen, habt eine Armee aufgestellt, die stark genug war, es mit seinen Legionen aufzunehmen. Und ihr habt eure sterbliche Welt gerettet. Ihr seid etwas Wertvolles, Sterbliche. Ihr werdet uns von großem Nutzen sein. Also streng genommen würde ich sagen, dass dann alle von uns einzigartig waren. Was wollt ihr von mir? Vorerst benötigen wir nichts. Aber die dunklen Fürsten sind auf euch aufmerksam geworden und sie haben Pläne. Bereitet euch vor und seid bereit, wenn das Reich des Vergessens nach euch ruft. Wo bin ich? Der Strudel wurde zerstört. Ich habe diesen Ort erschaffen, auf das er vertraut und beruhigend auf euch wirkt. Es ist ein kleiner Teil des Reichs des Vergessens, der unter meinem Schutz steht. Hier wird euch kein Leid geschehen. Was ist mit den anderen geschehen? Jene, die präsent waren, als ihr das Licht zerschlagen habt, standen unter meinem Schutz. Sie haben sich im Raum unter uns versammelt, um sich zu verabschieden. Diejenigen, die nicht in der finalen Schlacht waren? Das weiß ich nicht. Sie verabschieden sich voneinander? Der Aeliden-König hat schreckliche Wunden erlitten. Er ist dem Tode nahe, aber noch ist er nicht dahingeschieden. Ja, und das finde ich zum Beispiel seltsam, weil eben wurde die ganze Zeit Darien hinterhergerufen. Darien stand daneben und so wie ich das mitbekommen hatte, jedes Mal, stand der König, also hier Dunar, stand hinter dem Schild. Ich müsste es mir nochmal angucken, aber ich meine, er stand hinter dem Schild. Wie es scheint, ist meine Zeit endlich gekommen. Ich habe viel länger gelebt als die meisten in meinem Volk. Endlich werde ich wieder bei ihnen sein können. Was ist geschehen? Wie habt ihr solch schwere Verletzungen erlitten? Meridias Schild schützte die anderen. Darien und ich waren vor dem Schild und kümmerten uns um Molagbals verdammte Portale. Ich sah, wie das Licht euren Körper erfüllte. Ihr wart ein Leuchtfeuer. Und das Letzte, was ich jemals sehen werde. Ihr könnt mich nicht sehen? Dunkelheit erfüllt meine Augen. Als das Licht um mich herum hervorbrach, stieß mich jemand dichter an Meridias Schild. Es war zu spät, um mich zu retten. Aber es brachte mich hierher. Mein Schicksal ist unerheblich. Der Gedanke daran, dass Nirn sicher ist, erfüllt mein Herz mit Freude. Wir haben die Ebenenverschmelzung aufgehalten. Dann werde ich Ruhe finden in dem Wissen, dass meine letzten Tage, die letzten Tage des Aleidenvolks, darauf verwendet wurden, Nirn dem Griff Molagbars zu entreißen. Und ich... Schont eure Kräfte, König Dunar. Ich möchte, dass ihr dies hier nehmt. Ein Geschenk meines Volkes an die Heldin von Nirn, um euch zu ehren und all jene, die an meiner Seite in dieser großen Schlacht fielen. Danke. Vielen Dank. Mögen die Geister
mich auf meinem Weg führen. Ja, und wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen und ein zweihändiges Schwert vom Set Stygia. Damit ist König Dynar verstorben. Wir haben natürlich noch einiges vor. Wir haben aber diese Quest hiermit abgeschlossen. Und ja, mit dieser leider sehr traurigen Szene müssen wir dann diese Folge erstmal beenden. Wir sehen uns dann aber in der nächsten Folge wieder, wo wir dann den, ja, ich sag mal, richtigen letzten großen Kampf noch führen werden. Trotz der Szene freue ich mich auf die nächste Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.